Menschen, heute kommt der Rückblick über den Lesemonat März. Ich denke übrigens darüber nach, diese Monatsrückblicke immer zu spalten, sodass ich zur Hälfte des Monats schon mal einen habe, weil es auch diesen Monat wieder so aussieht, als ob der unglaublich lang wird. Findet ihr das gut oder eher doof? Ich muss mir nochmal klar werden, was ich dazu denke. Aber bevor es zum März kommt, habe ich noch einen Nachtrag aus dem Februar, was ich einfach komplett vergessen habe. Und zwar ist das William Shakespeare's Star Wars Führer, eine neue Hoffnung von Ian Discher. Und das ist genau das, wonach es klingt, nämlich Star Wars in Versen. Und das allein führt schon zu einem unglaublich schönen Humor, wenn also zum Beispiel auch R2-D2 Textstellen hat, in denen dann eben steht, beep, miep, beep, miep, miep. Oder wenn C3PO über R2-D2, aber ohne dass der ihn hören kann, so etwas sagt wie: Obwohl ich spotte und dich oft auch kränke, verende ich, wenn ich an Abschied denke. Und das hat sowas Wunderbares. Auch die Zeichnungen, die halt so ein bisschen an Holzstiche erinnern, sind toll. Wenn dann zum Beispiel dieser fette Jabba da hat, so ein kleines Mützchen und ein Westchen anhat, oder um mal ein cooles zu zeigen, Darth Vader im Kampf. Und das sieht eigentlich einfach nur sehr schön aus. Also ich muss zugeben, es ist vermutlich empfehlenswert eher für Star Wars Fans als für Shakespeare Liebhaber, aber im Großen und Ganzen konnte ich beides sehr genießen. Und jetzt kommen wir auch schon zum März. Das erste, was ich las, ist The Long Mars von Terry Pratchett und Stephen Baxter, wobei der erste diesen Monat leider gestorben ist, was für alle Serien natürlich auch so ziemlich das Ende bedeutet, obwohl ich hier denke, weil das Taschenbuch, das gebundene Buch schon sehr, sehr lange rauskam und hier hinten drin schon der neue Teil mit Titelbild beworben wird, dass sie vielleicht schon relativ weit fortgeschritten waren mit dem nächsten Teil der Serie, aber spätestens dann ist es Schluss. Es ist der dritte Teil einer Science-Fiction-Serie, weswegen ich euch über den direkt natürlich nicht so viel sagen kann, aber um euch mal die Prämisse der ganzen Serie zu sagen, da ist es jedem Menschen mit ganz einfachen Mitteln möglich, so ein kleines Gerät zu basteln, womit man in anscheinend unendlich viele Parallelerden schreiten kann, also auf Englisch sagen die immer to step, in denen es nie Menschen gab. Und das hat so tolle soziale und ökologische Folgen, weil die Hälfte einfach abhaut. Also ein Teil, weil sie das so als eine Art paradiesischen Urzustand sehen, der andere ganz im Gegenteil, weil sie das Gefühl haben, super, eine unendliche Reihe an Welten, die Ressourcen können wir für unsere Welt benutzen. Die anderen hauen ab, weil sie Schulden haben oder Kriminelle sind oder sie begehen Verbrechen in der neuen Welt, indem sie erst in eine Parallele schreiten, an einen anderen Ort gehen und zurückkommen und dort entweder einen Raub oder einen Mord verüben. Und das bedeutet natürlich erstens, dass zum Beispiel die Hälfte an Arbeitskräften weg ist, also die Wirtschaft auf der normalen Erde komplett zusammenbricht. Und es stellt halt so Fragen, wie ist halt jetzt die Parallelwelt zu den USA immer noch die USA? Gelten dort dieselben Gesetze? Müssen die Leute Steuern zahlen? Wer sorgt dafür, dass das eingehalten wird? Und ein paar konservative Politiker beginnen zum Beispiel solche Sätze zu sagen wie, ach, das sind doch alles Freaks, wir sind das einzig wahre Amerika und die sollte man, wenn die zurückkommen, schlagt sie tot, so ungefähr. Und das fand ich halt so eine tolle Idee im ersten Teil. Beim dritten, muss ich zugeben, ist krankt so ein bisschen an dem, was man auch Hollywood-Verfilmen vorwerfen kann, dass der Folgeteil immer so höher, besser, weiter sein muss. Und so kommt es halt, dass eigentlich zwei der Erzählstränge, die in dem Buch hervorkommen, eigentlich nur eine bombastischere Version von etwas sind, was wir in den ersten Teilen schon hatten. Also ich würde die Serie im Allgemeinen auf jeden Fall empfehlen, fand den dritten Teil nicht so gut wie den ersten, aber im Großen und Ganzen sehr interessant. Als nächstes lasse ich dann Wer die Nachtigall stört von Harper Lee zu Ende. Und wer bitteschön übersetzt To Kill a Mockingbird mit Wer die Nachtigall stört? Also weder ist ein Mockingbird eine Nachtigall, noch ist Killen stören, aber egal. Das erzählt die Geschichte der 8-jährigen Scout im Süden der USA in den 30er Jahren. Und sie selbst lebt in einer weißen Familie, deren Vater als Anwalt den Fall eines Schwarzen übernimmt, der angeblich eine weiße Frau vergewaltigt haben soll. Mein Problem mit dem Buch ist, dass dieser eigentlich unglaublich interessante Plot, aber
erst so nach zwei Dritteln des Buches auftaucht und vorher eben so eine relativ normale Kindheit einfach erzählt wird. Also sie verlobt sich mit so einem kleinen anderen Bruder. Es gibt halt so diesen Kleinstadt-Tratsch, die ganzen Leute. Es gibt zum Beispiel ein Haus, wo die Kinder sich sicher sind, dass da ein Junge, der aber inzwischen auch schon erwachsen sein müsste, gefangen gehalten wird und sowas. Und das ist halt nicht so ganz mein Interessengebiet. Ich muss aber zugeben, dass es ein unglaublich guter Kunst Griff ist, Rassismus aus der Sicht eines Kindes zu zeigen, um mal zu verdeutlichen, dass Kinder, wenn sie nicht in die Richtung indoktriniert werden, das Ganze überhaupt nicht verstehen. Also Scout fragt sich ganz ehrlich, was ist denn hier los? Warum hassen den denn alle? Der hat doch noch gar nichts gemacht. Und warum hassen uns plötzlich alle, nur weil mein Vater diesen Fall übernommen hat? Also ähnlich wie in Der Junge mit dem gestreiften Pyjama oder Der Junge im gestreiften Pyjama, ist es halt gut, das aus Kindessicht zu zeigen. Vor allem auch, weil ihr Vater im ganzen Buch eigentlich immer so als moralische Instanz auftritt und seine Kinder eigentlich auch wirklich, wirklich toll erzieht und dann am Ende das Ganze aber auch mal ein bisschen in Frage gestellt wird, ob er halt auch immer so richtig handelt. Und also was so die Zwischenmenschlichkeit betrifft, ist das Buch ganz groß und ich bin gespannt auf den Nachfolgeband, weil es wohl aus der Sicht der Erwachsenen-Scout dann erzählt, was mir vielleicht besser gefallen könnte. Aber im Großen und Ganzen ein tolles Thema und das eigentlich Traurige ist, dass auch im Buch die Schwarzen immer sagen, ja, das ist ja schon ein Schritt in die bessere Richtung, dass überhaupt jemand unseren Fall nimmt und sich für uns eintritt. Das ist ja schon gut und das ist eigentlich unglaublich traurig, wenn man einmal drüber nachdenkt. Als nächstes las ich The Three Incestuous Sisters. Und ich habe euch ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass es um sexuellen Inzest geht. Und es ist aber auch unglaublich schwierig zu sagen, um was es eigentlich ging. Also es ist sehr, sehr künstlerisch, fragmentarisch, anders, sage ich mal. Ein Plot, den ich herausgelesen habe, auch wenn man immer das hört, oh, jetzt kommt die Geschichte und auf der nächsten Seite wird das wieder unterbrochen von etwas, wo ich nicht ganz den Zusammenhang kriege. Aber eines, was ich verstanden habe, ist, dass die blonde Schwester sich in den Sohn eines toten Leuchtturmwärters verliebt und dann passieren aber auch schon wieder Dinge. Also die zwei kommen sich näher, schlafen dann miteinander. Und das nächste Bild, nachdem die miteinander geschlafen haben, ist das hier. Dass die rothaarige Schwester jetzt mit ihrem ungeborenen Neffen oder ja, Neffen kommuniziert. Und das nächste Bild ist das hier. Und das ist betitelt mit The Astronomy Lesson. Okay. Also das war seltsam. Und wahrscheinlich nur empfehlenswert für Leute, die mal etwas sehr, sehr Experimentelles lesen wollen. Also ich muss zugeben, es gab tolle Bilder. Ich möchte euch nochmal eins zeigen. Alles sehr, sehr grafisch. Sowas hier. Aber doch irgendwie sonderbar. So, an der Stelle des Monats begann ich dann mit Moby Dick und ich habe Wochen dafür gebraucht. Dieses Buch. Ich habe aber zwischendurch immer gesagt, okay, du liest mal nur ganz kurz ein Buch und dann liest er natürlich weiter mit Moby Dick. Und aus diesem einen Buch sind dann, glaube ich, vier oder fünf geworden. Auf jeden Fall das erste dieser kurzen Bücher zwischendurch ist Apocrypha von Catherine M. Valenti. Das ist ein Gedichtband in englischer Sprache und der war großartig. Ich muss zugeben, ich fand das etwas überraschend von einer Autorin, die eher bekannt ist für so märchenhafte Kinder- und Jugendbücher, nämlich diese The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making oder so. Und es kommt zwar auch hier Mythologisches vor, was auch sehr schön war, weil es war nicht nur die griechisch-römische Kultur, sondern auch die japanische, was man ja eher seltener hört bei uns. Aber es waren auch sehr viele sexuelle Beschreibungen dabei. Natürlich manchmal auch so ein bisschen lyrisch, metaphorisch verschwurbelt, aber andererseits dann auch relativ direkt und mit dem Wort dick. Und ich war noch viel überraschter davon, wie gut mir diese sexuellen Beschreibungen gefiel, weil ich sonst im Allgemeinen da nicht so ein Fan davon bin, muss das jetzt nicht unbedingt lesen, aber das hier war großartig. Auch allgemein genau Lyrik nach meinem Geschmack, eher düster, manchmal melancholisch, dann aber auch wieder sehr kämpferisch. Also es sind definitiv feministische Untertöne und nicht nur Untertöne hier zu lesen. Also die Sprache sehr verspielt, aber auch sprachgewaltig und wirklich, wirklich toll. Ich möchte euch zwei Beispiele vorlesen. Nicht das ganze Gedicht, sondern nur Ausschnitte. Nummer 1.
Paper my coffin with poems that look like the hands of beautiful women. Bury me with my chastity, the algae-toothed maiden corpse. Lay her on top of me. Fit her nipples into my mouth like Charon's coins. Fit her nipples into my mouth like Charon's coins? Wobei Engländer wahrscheinlich nicht Charon sagen, oder? Naja. Auf jeden Fall ist es einer der besten Sätze, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Der ist großartig. Und dann möchte ich noch ein Beispiel vorlesen für die eher so düsteren Aspekte, nur zwei Zeilen. And all I can touch of this place are its dead fruits. Toll, absolute Empfehlung. Und was ich auch noch erwähnen möchte ist, manchmal kauft man sich Gedichtbände, die für 80 Seiten 16 Euro kosten und dann ist auf jeder Seite nur ein kurzes Haiku. Und hier ist halt wirklich so, dass man für sein Geld was kriegt, habe ich gehört. Also fast alle Gedichte gehen auch über eine Seite oder zumindest füllen die ganze Seite aus. Und ich habe halt wirklich das Gefühl, hier wird was erzählt. Also es ist nicht nur so eine kleine, ach, ich habe gerade mal eine Stimmung, sondern es steckt wirklich was drin. Also absolute Empfehlung für die, die des Englischen mächtig sind. Und dann lasse ich vielleicht mal wieder zwei Seiten Moby Dick und es ging nicht weiter. Und das nächste, was ich las, ist Quicksilber von Amélie Nothomb. Und dazu habe ich eine Rezension hochgeladen, die ich euch nochmal verlinke, weil ich da ein bisschen ausführlicher spreche. Im Großen und Ganzen auch hier eine Empfehlung. Das war sehr gut, das geht schnell voran. Das ist ein bisschen wie ein psychologischer Thriller, aber ohne die ganzen Agentenkram, sondern zwischenmenschlich. Und das gefiel mir sehr gut. Ich wiederhole mich. Dann wieder 10 Seiten Moby Dick und unterbrochen von diesen zweien, die ich gerne zusammen vorstellen möchte. Es ist einmal Mondphasen von Jürgen Hofstetter und Wellengang von Olivia Warta. Die zwei kenne ich über Tumblr und genieße es dort sehr, sehr immer fast jeden Tag oder mindestens mehrmals die Woche Gedichte von ihnen zu lesen. Und auch die Bücher würde ich grundsätzlich empfehlen. Ich möchte noch erwähnen, dass zugegeben im Vergleich zu Apokrypha sind sie einfach nicht ganz so innovativ. Muss ich mal sagen. Also das liegt aber jetzt wirklich nur im direkten Vergleich, weil das war so unglaublich sprachgewaltig, modern, aber auf eine trotzdem sehr, sehr lyrische Art und Weise. Und da könnt ihr es vielleicht immer nicht ganz so mithalten, aber ich möchte auch hier zwei großartige Beispiele vorlesen, ich glaube sogar mehr. Nummer 1 aus Mondphasen. Das Gedicht heißt Dunkelkammer. Nacht in deinen Augen und du zwinkerst in Mondphasen. Die Zeit, sie flieht unter dein Lied, Schlagschatten überall. Gefällt mir gut. Und hier ist auch schon das Gedicht, das hinten drauf steht, sehr, sehr schön, finde ich. Ganz kurz. Welle sein, bei sich ankommen, wieder und wieder und wieder. Und ein zweites, wo ich die Formulierung so schön fand, das Bild, was da steht. Du ziehst deinen Mantelkragen höher und wischst einige seiner Worte von deiner Schulter. Das stelle ich mir so schön vor, einfach so, was er gesagt hat. Und noch ein letztes, damit ihr noch einen Eindruck bekommt. Das Gedicht heißt Ich denke. Ich denke, dass gestern immer weiter ins Morgen, bis es anfängt zu regnen. Mein Kleid hängt wieder nass von der Leine. Neben ihm ein verpasster Kuss. Also durchaus empfehlenswert für Leute, die zwar moderne Lyrik mögen, also oft ohne Versmaß, ohne Stropheneinteilung oder zumindest keine immer gleichbleibende, aber die oft so traditionelle Bilder benutzt. Eigentlich ganz schön. So, und dann kam ich mit Moby Dick immer noch nicht so wirklich voran und las die Autobiografie von Martha Feuchtwanger, Nur eine Frau. Auch dazu habe ich eine Rezension hochgeladen. Und um es kurz zu fassen, das Leben ist unglaublich interessant und ich hatte aber einige Probleme so ein bisschen mit der Erzählweise und der Art, wie sie sich selbst darstellte. Aber prinzipiell nicht schlecht. Dann las ich Moby Dick zu Ende. Ich hatte mir an der Stelle auch gesagt, wenn ich jetzt nochmal ein Buch zwischendrin anfange, dann lasse ich es mit Moby Dick. Also entweder ziehe ich es jetzt durch oder ich werde dieses Buch nie lesen. Ich las es und es war ein Fehler, ich hätte es einfach abbrechen sollen. Ich weiß auch genau, wenn ich jetzt meine Meinung zu Moby Dick hier sage, dann wird das Video eine halbe Stunde lang. Ich muss dazu nochmal etwas hochladen, was vielleicht eine Rezension ist, aber höchstwahrscheinlich eher ein emotional sehr aufgeladener Verriss. Also ich und dieses Buch, ich glaube, das löst der Fänger im Rocken an meiner Hassstelle an Büchern ab. Man soll natürlich nicht von Hass sprechen, wenn man über Bücher redet, aber das war ein Drecksbuch. Jedenfalls nach Moby Dick brauchte ich unbedingt etwas anderes. So das
glatte Gegenteil. Und da entschied ich mich für einen Comic, nämlich The Wicked and the Divine von drei verschiedenen Zeichnern, die ich euch ein bisschen einblende. Die Prämisse dieses Buches ist, dass alle 90 Jahre Götter in Gestalt von Superstars oder was es eben in der Epoche Vergleichbares gibt, auf die Welt kommen und dann 2 Jahre lang hier bleiben können, bevor sie sterben und eben Ruhm und Anbetung genießen können. Dass sie allerdings wirklich übernatürliche Fähigkeiten haben, soll eher geheim gehalten werden. Und wie ihr euch denken könnt, geschehen dann allerdings Dinge. ohne euch jetzt zu viel zu verraten. Die Zeichnungen waren zwar auf manchen eher wenigen Seiten sehr, sehr toll, wo wirklich viele Details waren und tolle Farbgebung im Großen und Ganzen, mir aber zu modern, in dem Sinne, dass es einfach irgendwie zu glatt, zu geschmirgelt und zu wenige Details für mich sind. Also sowohl im Hintergrund als auch so die Gestik und Mimik oder die Haare waren mir einfach immer zu glatt irgendwie. So, und das letzte Buch des Monats war dann Station 11 von Emily St. John Mandel. Und lasst uns kurz dieses wunderschöne Cover wertschätzen. Das ist ein postapokalyptischer Roman, wo die Georgia-Grippe 99% der Menschheit tötete. Und wir folgen dem Ganzen aber nicht im Moment des Ausbruchs, wo eben Mord, Totschlag und Panik herrscht, sondern 20 Jahre danach, wo eine Gruppe reisender Spielleute und Musiker durch die Lande zieht und Shakespeare aufführt. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Prämisse. Das Ganze wird in zwei Zeitebenen erzählt, eben in dieser neuen Welt und das Leben vorher. Ich muss zugeben, in der Ausführung hat sie sich meiner Meinung nach etwas zu stark auf die Zeit vorher konzentriert, weil das ja letztlich auch nur normale Leben, normale Menschen sind, wie wir sie kennen. Und ich hätte dann halt doch lieber mehr aus dieser neuen Zeit erfahren. So kam es meiner Meinung nach auch, dass eben der Konflikt, der in der neuen Zeit durchaus entsteht, sehr, sehr gerascht gelöst wurde. Aber es ist eben eine tolle Idee, dass man sich auf eine Zeit konzentriert, wo die meisten Menschen schon wieder so eine Art Zivilisation entwickelt haben oder zumindest sich auch nach Kultur sehnen und sich unglaublich freuen, wenn halt so eine Gruppe wandernder Spielleute vorbeikommt. Insofern ist es vielleicht empfehlenswert für Leute, die nicht so auf diese kompletten Untergangsszenarien stehen, so à la Stephen Kings The Stand, wo alles düster und bösartig ist. Aber auch hier kommt natürlich jemand vor, der vielleicht nicht ganz so denkt wie alle anderen, um mich nicht zu viel zu verraten. Also ich glaube, ich habe ihm ganz trotzdem so 8 von 10 Punkten gegeben. Es hat auch eine unglaublich schöne Sprache. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel relativ am Anfang, wo sie den Erzählfluss mal unterbricht und einfach auflistet, welche Dinge es nicht mehr gibt oder was, welche Vorgänge. Und das ist unglaublich traurig, wenn man darüber nachdenkt, was alles verloren gehen kann innerhalb von Sekunden. Also im Großen und Ganzen schon eine Empfehlung. Vielleicht nicht für diejenigen, die wirklich Action wollen. Das ist das ganz und gar nicht, sondern eher ein schön geschriebenes Buch über die Menschheit vielleicht oder die Kultur auch allgemein. Und das war mein März. Sehr, sehr durchmischt, vor allem durch Moby Dick, wo ich wirklich mit zu kämpfen hatte. Und zwar nicht, weil es schwierig ist, sondern weil es wirklich, und es ist so eine klischeehafte Kritik für Klassiker, aber weil es wirklich, wirklich langweilig war. Ich werde das nochmal hoffentlich ein bisschen besser ausprobieren. Aber ich habe das Gefühl, dass der Monat dann am Ende doch noch wieder nach oben ging. Aktuell liest zum Beispiel Wolfgang Herrndorfs Arbeit und Struktur, was es jetzt als Taschenbuch gibt, und das ist bis jetzt großartig. Also ja, ein etwas durchmischter März, aber mal schauen, wie es nächsten Monat wird. Falls ihr wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr diesen Monat auch so ein gewisses Hassbuch hattet. Oder allgemein, was so euer Hassklassiker ist, wo alle Menschen sagen, Mensch, das ist doch Weltkultur, und ihr euch einfach nur denkt, ne. Oder so ähnlich. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.